Moin, moin, meine sehr geehrten Freunde. Wir machen direkt weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir befinden uns gerade in der Mission, wo wir Seidenschnabel retten müssen. Und ja, dann machen wir direkt weiter. Hermine ist schon auf ein Podest gestiegen und ich glaube fast, dass wir das irgendwie hochbringen sollen. Die damit. Ausgezeichnet, ein Elastikband. Hui, guck mal hier längs. Aha. Du hast es geschafft. Perfekt. Vorsicht jetzt. Genau. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Es muss doch einen Weg rausgeben. Bestimmt. Ah, guck mal. Wir speichern trotzdem mal. Depulto! So. Draconifoss! Wir müssen ein bisschen die Dinger einsammeln hier nochmal, die kleinen Kürbisse. Jeder Kürbis kann helfen. Ja? Ausgezeichnet, Hermine. Du hast die Tür geöffnet, aber ich komme nicht ran. Ja, bitte. Kann er nochmal? Er konnte nur einmal schießen, ne? Zweimal, okay. Hilft das vielleicht? Perfekt. Halt dich fest, ich schau, was drinnen ist. Sehr gut. Das macht schon Spaß, die verschiedenen Fertigkeiten zu nutzen. Das sieht aus, wie irgendwas dahinter ist, aber naja. Depulto! Oh, oh, oh. Drei treffen können? Eigentlich schon, oder? Na komm, werf doch auf mich. Werf doch was auf mich. Spaß. Danke. Ihr beide? So, jetzt muss ich auch. Hier bin ich auch noch. Die letzten 800. Elasto! Siehst du was, Harry? Alora! Depulto! Depulto! Aha! Gott. So eine Springerei hier. Hallo, das hat ja viel hallo. Gebracht. Vorhin, hallo. Jetzt sitzen wir beide hier fest. Hallo. Da geht's raus, Hermine, da geht's raus. Lapifos-Kaninchen! Lapifos! Jetzt? Perfekt! So, hüpft mich weg. Oh. Da ist er. Bei mir, Ari. Wir holen dich hier raus. Das tun wir auf jeden Fall. Depulto! Depulto! Alora!
auf und davon. Warte hier, Hermine. Ich schau nach, ob es Zeit ist, Sirius zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus-Zauber gesprochen und ihn so von den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen? Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Expecto Patronum! Gewaltiger Hirsch. Nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Sehr gut. Besser. Sie werden jeden Moment hier sein. Schnell, geh! Wie kann ich euch jemals danken? Geh!
Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Wer soll er denn sonst sein? Der Sohn deines Vaters. Ja, so ein quatschiger Spruch. Naja. Krankenflügel. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig. Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Lernen benutzt. Ich möchte wie immer Bestnoten erhalten. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine Carpere-Traktum-Prüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Mal gucken. Ich muss mal speichern. Hey Harry, hier drüben. Hier hast du ja was Spannendes für mich. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Oh, es hackt ein bisschen. Klar. Kein Problem. Immer wieder gerne, Harry. Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Klar. Toll, das nehme ich. Immer wieder gerne, Harry. Okay, wie viel kann ich hier kaufen bei ihm? Sammelst du Karten? Ich habe hier gerade eine seltene. Okay, geht in Ordnung. Tschüss, Harry. Bis später. Möchtest du eine Sammelkarte kaufen, Harry? Wie viel hat er denn da? Hört sich gut an. Ich kaufe es. Tschüss, Harry. Bis später. Gut, theoretisch kann ich nur alle 80 hier kaufen, dann auch eben. Ah, ja, können wir jetzt ja nicht. Bereit für die Abschlussprüfung? Du bist es doch garantiert, Hermine. Ja. Missgunst. Ich weiß nicht mehr, wohin sollen. Sternlicht. Wenn ich irgendjemand mir. Oh, warte mal, steht jetzt nicht so schlecht. Nur ein siebten Stern. Sternlicht. Ist das nicht der Shop? Harry, komm hierher! Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Klar, zeig her. Okay, geht in Ordnung. Immer wieder gerne, Harry. Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Ja, klar. Wir wollen gerne Sammelkarten. Wir sind irgendwie feierigen Super-Sammelkartensammler. Das kaufe ich. Immer wieder gerne, Harry. Ich glaube, wir suchen nochmal, oder? Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Kein Problem. Immer wieder gerne, Harry. Verkauft er mir die ganze Serie da? Oder macht er, was macht er da? Das ist ja die Frage, ne? Ich verkaufe ein paar Sammelkarten, wenn das was für euch ist. Ich will 80 von denen haben, dann kriege ich den. Okay, geht in Ordnung. Viel Spaß mit der Karte, Junge. Was hat er noch da? Hey, ihr drei. Sucht ihr nach Sammelkarten? Ja, ich nehme es. Warum nicht? Immer wieder gerne, Harry. Na gut, ich werde sich die ganzen Sammelkarten suchen. Fortuna Major. Fortuna Major. Fortuna Major. Hallo, Aurora!
Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden das Passwort kaufen. Ah, okay. Ich muss leider zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wo wir hin sollen. Also. Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden. Ah, Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden das Passwort kaufen. Ich weiß noch nicht, wo wir hin sollen. Das ist das Problem. Na also, da wären wir. Fertig für die Abschlussprüfung, Ron? Sehe ich nicht ein wenig fiebrig aus? Netter Versuch, Ron. Harry und ich treffen dich danach deinen Prüfungen draußen im Hof. Tschüss. Nett, euch gekannt zu haben. So, die erste Prüfung. Ah, da bist du ja, Ron. Bereit für deine Abschlussprüfung? Naja, eigentlich. Dann los, beginnen wir. Ich muss dich warnen, Ron. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Was? Gefährlich? Um die Bestnote zu erhalten, musst du alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Auf geht's, Ron. Viel Glück. Okay. Capere Traktum! Ja. Capere Traktum! Okay. Trotzdem? Okay. Das ist ja nicht schlecht. Okay, so geht's auch. Gut, dann geht's mich schon gewundert. Ah, guck mal da. Schon mal ein Schild. Kann ich reinhüpfen. Oh Gott, da geht's um die Ecke hier. Noch höher geht's ja aber nicht. Capere Traktum! Ob ich richtig bin, weiß ich gerade nicht. Rumfahren. Vielleicht gehst du hier gerade wieder zurück. Bin ich gerade hier zurückgegangen? Oder bin ich hier wieder richtig? Capere Traktum! Na, oh, guck mal. Das hat mich irritiert, weil diese Kugeln da oben nicht leuchten, wie das sonst die ganze Zeit der Fall ist. Die leuchten sie einfach nicht. Warum auch immer. Okay, müssen wir in die rein. Ach, müssen wir von der anderen Seite rein, okay. Gut, das kriegen wir aber auch hin. Capere Traktum! Ich fahr mal kurz mit. Kleines Ründchen hier hin und da. So, da ist auch schon gleich eine Speicherstelle. Sehr gut. Ah. Hallo! Rictus Extra! Macht der Ton hier gerade bei mir so?
Ich kann gar nicht erklären, warum das so ist. Hallo, Homura! Ich hoffe, ich kriege jetzt noch einen Griff gleich irgendwie. Das wäre schon sehr nervig, wenn ich das auf einmal anhält. Aber jetzt geht's mal wieder. Impulso! Hallo, Homura! Rüberspringen mal? Tatsächlich, oder? Na, da muss man aufpassen. Schon drei Schilder. Es fehlt uns noch zwei. Tatsächlich nicht ganz so ungefährlich. Aber. Hallo! Schon mal bis hier hingekommen. Ist doch schon mal gut. Rein sollen. Victor Sempra! Victor Sempra! Victor Sempra! Victor Sempra! Victor müssen echt alle vier da rein. Das ist ja auch ein bisschen viel, oder? Impulso! 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 Wie so ein. Impulso! Ach, guck mal! Kann hier alles anballern. Ist auch witzig. Was ist denn das da? Aha, ich könnte da drüber springen, weil ich den Boden holen. Impulso! Eieiei. Ich habe hier so ein Knarzen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Bei mir knarzt das so ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig eigentlich. Ab und zu knackt das und ich weiß noch nicht, woran es liegt. Muss ich mal beim nächsten Video rausfinden. Ich kann mich da rüberziehen, aber da war auch irgendwie noch ein Bonus-Ding, würde ich sagen. Capere Tractum! Ja! Ja, mal runterhüpfen, oder? Capere Tractum! Ich muss da oben bleiben. Ja! Okay. Impulso! So. Ja. Ja. Ihr lasst
Achtung! Ah! Ah! Ja. Ihr lasst los! Okay. Ah! Ah! Hep! 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 Ah! Hep! Ja! Was muss ich jetzt da machen? Kapere Traktum! Hier rumfahren mit? Und auf die andere Seite kommen? Vielleicht? Man weiß es nicht. Aber da unten ist auch noch so ein Ding zum Springen. Das letzte Schild, wir hatten auch schon vier, ne? Oder? Fantastisch, Ron. Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Carpe-Retractum-Zauber gemeistert. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schweiß, ich bin der Beste. So. 100%, ne, können wir verlassen. Mal brauchen wir die nicht machen. Ich hoffe, du hast deine Abschlussprüfung gut vorbereitet. Keine Frage, Professor McGonagall. Dank des Zeitumkehrers, den ich von Ihnen bekommen habe. Diese Übung könnte Cheaten. Etwas herausfordernder sein als die bisherigen. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um deine Prüfung mit Bestnote abzuschließen. Okay. Fang an. Machen wir Helmines Abschlussprüfung auch noch. Lavi, was? Los geht's. Freimachen hier. Und rein da. Schnell ist der Typ die Sachen hier wegfräst, oder? Mit seinem Mund. Oh. So, Hermine, los geht's. Elasto! Depulso! Recto Tempra! Depulso! Recto Tempra! Erste haben wir. Depulso! 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 So. Okay, musst du bestimmt reinfallen. Hallo, Herr! Ging auch so, ne? Irgendwie. Ah, okay, warte. Wir machen einmal. Depulso! Sprechen wir einmal. Depulso! Depulso! Depulso!
Okay. Ah. Draconico! Das war ein bisschen dumm von mir. Warte mal, ich wollte eigentlich die Pfanne anmachen. Oh, jetzt aber. Halt, nimm dir das Feuer mit. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche noch. Mal da rein. Boah, das ist echt schwierig mit der Maus zu schneiden, ist echt blöd. Eine Herausforderung. Ah, okay. Draconico! Okay, war das okay? Das war auch gar nicht so schlecht, oder? Was? Oh, raus da! Eine Herausforderung. Oh, das eine haben wir doch bekommen hier. So, drei Schilde haben wir. Da ist noch ein Schild, also müssen wir... Ach, warte mal. Also, es muss auch andere Sachen noch geben, oder? Okay. Draconico! Da gibt es noch andere Wege, dann müssen wir mal gucken. Wo allerdings weiß ich noch nicht. Mal schauen. Komm schon. Oh, was ist denn? Da hängt der hier an der Kante fest, ey. Kollisionsabfrage. Oh. Ich dachte, ich mal auf dem Dach rausfliegen können? Wahrscheinlich, ne? Ach, komm schon. Komm schon. Flieg doch mal da raus. Los, komm schon. Bisschen Flattermann hier. Boah, Alter, das hängt. Das hängt aber hier wirklich so ein bisschen.
Oh. Okay, die ist auch auf. Aber das wäre ja nur die vierte, ne? Die brauchen wir noch hier. Wie kriegen wir die? Müssen wir woanders längs fliegen? Warte mal. Nochmal. Draconico! Also wir kommen hier mal schon mal raus, das ist gut. Aber irgendwas stimmt hier auch nicht. Vielleicht kommen wir hier gleich raus noch. Hier ist nämlich auf einmal ein offenes Dach. Wir da hochfliegen. Guck mal. Ah, komm schon. Ah, es hängt wieder hier fest, ey. Nein! Ich hab dumm gemacht. Na gut. Das war dumm von mir. Okay, dann sammeln wir doch schnell die Sachen ein und müssen das normal machen. Aber jetzt wissen wir ja, wo das ist. Blöd. Eine Herausforderung. Ja, ja, wir wissen's. Komm her. Draconico! Ich glaube, fast mit dem Joypad wäre es ein bisschen leichter. Weiß es aber auch nicht. Oder die Sensitivität. Ach komm schon, das ist nicht ernst. Klar. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ganz im Ernst. Wie dumm kann man sein? Also, dümmer als ich gehe doch gar nicht her. Ja, Zeit ist eh abgelaufen. Können wir nochmal machen? Eine Herausforderung. Ja, eine Herausforderung. Ja. Die ist doch gar nicht so schwer. Ich muss doch nur noch hochfliegen, ey. Ist doch gar nicht. Draconico! So, das ist ja auch überhaupt nicht schwer. Das ist echt diese Steuerung. Macht mir ein bisschen zu schaffen hier. Man muss immer auf Space drücken, damit er ein Stückchen höher fliegt. Und ganz ehrlich, wer hat diese Steuerung ausgedacht für den PC? Wer hat sich diese Steuerung ausgedacht für den PC? Ganz ehrlich, die haben gar nicht gespielt. Die haben gesagt, doch, das machen wir so. Wird schon klappen. Los, lauf. Oh, du kleiner Pinguin hier. Achso, da komme ich nicht durch. Na gut. Dann warten wir kurz, bis es abgelaufen ist. Eine Herausforderung. Ja. Die Herausforderung besteht darin, das Ding jetzt einzusammeln hier. Da. So, ich speichere trotzdem noch mal hier kurz. Und dann holen wir uns das große Ding, ne? So, das war's schon. Du hast 100% erreicht, Hermine. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Danke, Professor McGonagall. Ich wünschte, das Schuljahr wäre noch nicht vorbei. Ich möchte noch so viel mehr lernen. Immer mit der Ruhe, Hermine. Wenn nicht für dich selbst, so doch für alle anderen. Bereit für die Glatius-Abschlussprüfung, Harry? Na klar. Bin bereit, Professor Flitwick. Ausgezeichnet. Du kennst ja die Regeln. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um die Bestnote zu erhalten. Verstanden. Oh, 5 das ist schwierig mit dem Rutschen. Oh, und Harry? Diese Prüfung ist etwas schwieriger als unsere üblichen Glatius-Übungen. Viel okay, Glück. Ein Rutschen ist auch so ein bisschen Glückssache, ne? Glatius! Wollen wir mal sagen? Na gut, wir probieren es mal. Ah. Wenn jetzt mit der Schilde, wenn es in eine Kreuzung kommt, wollte ich da sagen, oder wo sich die Wege trennen, dann wäre es natürlich dumm, wenn man nicht selber entscheiden kann da, ne? Welche Richtung man gehen will. Glatius, bring
Recto Centra! Recto Centra! Okay. Na komm. Oh Mist, da oben die wollte ich haben, nicht dieses Ding. Na gut, zwei haben wir schon mal. Recto Centra! 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 Yes. Drei Stück. Recto Centra! 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 Na. Ah, okay. So, jetzt sieht man auch, wie es weitergeht. Ich wusste gerade eben, da gibt es einen Bug. Wusste ich auch nicht. Da stürzt das Spiel mit Direct 3D bei Windows 10 ab. Deswegen haben wir jetzt das hier mal nachgeladen. So, vier Dinger haben wir. Das hier nachgeladen und das ist jetzt sozusagen in OpenGL. Spielen wir das ganz kurz. Dann funktioniert es auf jeden Fall wieder. Hatten wir schon mal das Problem. Und zwar mit diesem kleinen... Eieieiei. Was für wirisch. Es regnen Bohnen und Kürbisse und Bohnen und Kürbisse und. Ach, hier regnet einfach alles. So, ich glaube, wir haben die Prüfung bestanden. Denn. Das war der letzte. Gut gemacht, Harry. Eine Bestnote. Wow, ich kann es selbst kaum glauben. Es war mir ein Vergnügen, dich dieses Jahr in Zauberkunst zu haben, Harry. Du bringst eine Menge natürliches Talent mit, mein Junge. Wirklich? Also, wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auch sehen, dass OpenGL ein bisschen schlechter ist als Direct 3D. Zumindest bei mir jetzt hier. Muss nicht immer so sein. Ich bin froh, dass ihr drei eure Abschlussprüfungen überlebt habt. Oh, sie haben wirklich Spaß gemacht. Sagst du, ich werde die nächsten Monate Albträume haben. Nun denn, mal sehen, ob ihr alle eure Anforderungen fürs dritte Jahr erfüllt habt. Amen. Okay, wir brauchen die Porträtpasswörter, wir brauchen Sammelkarten. Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's.
Und das wäre es dann gewesen, oder was? Nun gut, müssen ein paar Sachen machen. Glasius, da müssen wir nochmal rein. Hier sind einige Sammelkarten. Ah, okay. Flug und Seidenschein müssen wir auch noch machen. Okay. Ein Ding rausgeholt, nicht schlecht. Elas! So. Depulso! 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 Ach, jetzt ist er abgehen. Quatsch. So. Gut. Ja, dann müssen wir die anderen Aufgaben noch lösen. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt werden wir erstmal gleich speichern. Dann müssen wir einen Geheimgang. Alohomora! Depulso! Hier, wenn nichts von Lumos. Hey, Harry, hier drüben. Ja? Depulso! Was sagt sie? Hey, ihr drei, sucht ihr nach Sammelkarten? Vielleicht. Hört sich gut an, ich kaufe es. Vielen Dank. Okay, ich suche irgendwie einen Speicherpunkt. Das Spiel zu speichern einmal kurz hier. Wir können es anscheinend nicht beenden gerade, weil wir so viele Sachen fehlen. Aber das sollten wir auch noch hinkriegen. Oh, Peeves. Okay, gegen den kämpfen wir nochmal kurz. Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui! Eklige Kinder! Wollen wir spielen? Eklige Kinder vor allen Dingen. Rektus! Hör auf, Entschuldigung, das Spiel kriegt ein bisschen rum. Also es spricht das einfach ab. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass man... Das ist optimiert für Windows 10, ne? Kann ich nicht von... Das ist so ein bisschen ärgerlich, weil man will es ja gerne zu Ende spielen. Funktioniert aber nicht so wirklich... Mit Windows 10, merke ich gerade. Ich muss immer hin und her springen zwischen den beiden Grafik... Danke, ja, Grafik- das hat sogar Engines, Spaß gemacht. Sag ich mal. Glaubt ihr nicht, dass wir es zu weit getrieben haben? So wie er weint? Keine Angst. Der fällt uns schon bald wieder auf die Nerven. Super. So, die sind noch ein hier. Hallo, Bora! So einen kurzen Speicherpunkt noch irgendwo, wenn wir finden. Das wäre ganz cool. Da. So. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.